ist jetzt da 3 Uhr in der Nacht und wir warten da in St. Pölten immer noch auf die Krise. Oder auf den Krise, oder? Den Krise eigentlich, aber ja. Das Warten ist eine Krise. Das Warten auf den Krise ist eine Krise, also komm, zau, zau, Dornbirn wartet. Ja, und nicht lang. Ja. Guten Morgen, na, fertig mit Schnitzen. Sehr gut, sehr gut. Das aufregende Tourleben. Fenster schauen. Augen schauen. Genau. Ich stelle eigentlich nur schauen, das Tourleben. Auf die Uhr schauen. Ja. Wenn wir da so fucking gefühlt werden. So ist eigentlich gefühlt, oder? Ja, ja. Ja, denke mal. Das aufregende Tourleben. Part 2. So, wir sind jetzt da on the road mit Epsilon. Das gestaltet sich im Moment ein bisschen monoton, aber das war klar. Ja, wir werden schauen, dass wir diese 4000 Kilometer von Wien nach Dornbirn sinnvoll überbrücken. Und deswegen machen wir es jetzt gleich alle ein Bier auf, das dürft ihr aber nicht sehen, weil sonst heißt es wieder, die Mädels saufen alle so viel schon dafür. Das will ich jetzt einmal hören. Spürst du im Kopf jetzt deine Schlagzeugtracks durch, oder? Was sein Handy nicht alles kann. Das Taschenschlagzeug. Fühlt man sich als einziger Raucher in der Partie? Momentan noch gar nicht, weil ich bin gerade aufgestanden. Ich glaube, so Gesichter werden wir jetzt das nächste Zeit noch öfters sehen. Weil es so irrsinnig gut schlafen als ein Buser. Du bist schon aufgeregt. Mhm. Du wirkst aber total entspannt. Mhm. Ja, ist die Ruhe vor dem Sturm? Richtig. So, jetzt sind wir in Deutschland und wir stehen schon. Genau 500 Meter nach der Grenze. Genau 500 Meter nach der Grenze und wir stehen schon. Aber schön ist da, schaut. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber es riecht da sehr gut. Weil wir können es nicht sehen, dass es so gut riecht. Das war der Schmäh dabei. Ja, wir sitzen jetzt schon ein paar Stunden in dem Bus. Das Niveau sinkt. Die Umgebung stinkt. Und die Umgebung stinkt, wie man sieht. Ja. Ja. So ist das halt. Wir stehen im Stau. Ja. Was ganz schlecht ist für den Zeitplan. Also ihr könnt dabei ruhig den Sender wechseln, es passiert nicht viel momentan. Wir schalten dann wieder zu, wenn wir Action haben. Sie ist mega gefreist, schon heute auf dem Abend auf Cradle of Filth. Ich bin voll motiviert, aber mir das überhaupt nicht sicher gerade, weil ich noch immer hundsmüde bin, weil ich nichts geschlafen habe. Aber ja, mit dem Giftzwerg spielen wird super. Also. Ja, ich hoffe, das sieht er nicht, dass du Giftzwerg sagst zu ihm. Nein, das müssen wir ja nicht übersetzen, dann versteht er es eh nicht. Gut, dann drücken wir aufs Gas, dass wir das schaffen auch, gell? Ja, nein, schneller geht er nicht mehr. Ich stehe eh schon fast am Blech unten, die Bodenplatten durchdruckt. Ja, jetzt tu nicht so, ne? Ich muss jetzt bremsen, sonst fahren wir wo alles geht. So, jetzt sind wir München durch. Was sagt der Fahrer? Ja, Gott sei Dank, lauter Wahnsinnige in der Stadt. Wundert mich aber irgendwie nicht. Ja, wir wollen ja nicht nach München, ne? Wir wollen ja nach Dornbirn.
Ja, aber wir haben halt durch München durch müssen, aber ja, sind wir froh, dass wir durch sind. Jetzt geht's Autobahn noch ein Stückchen und dann sind wir bald da. Juhu! Bist du mit? Ja. Was machen wir da? Ne, wir werden jetzt einen Fahrerwechsel machen, weil dann kann ich mich in Ruhe hinten reinhauen und mir dann vielleicht ein Bierchen aufmachen oder so. Gute Idee. Eins, also quasi Mittagsbier. Ja. Zum Mittagessen dann. Alle Hexe Zeit fürs Bier. Ja. Du piepst mir an. Warum piepst du mir an? Konradsohn, Dornbirn, geile Location. Liegt mitten im Wald, man fährt die Straßen rein und man glaubt gar nicht mehr, dass da irgendwas kommt. Und dann kommt das Konradsohn. Urgeil. Location ist erst einmal gesehen jetzt gerade. Wie, was hältst du davon? Ja, ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen eine Original-Location eigentlich. Quasi in die Schlucht bzw. in den Berg hineingebaut, viel Stein innen drinnen, also die perfekte Location. Wir werden es dann eh noch sehen. Ne? Ja, super. Vom ersten Eindruck her. Nach 8 Stunden Fahrt jetzt dann einmal angekommen. Guten Morgen, du bist im Weißezeug gefahren. Wie geht's dir jetzt? Naja, nachdem ich jetzt noch mal eine Stunde geschlafen habe, können wir ein bisschen besser. Also froh, dass wir da sind. Und geiles Ding da drinnen. Schön angefangen. Ja, schaut cool aus. Ja, die Gradle auf Hilfe haben gerade Soundcheck. Ja. Ja, da will ich mich jetzt nicht stören, aber wir werden es noch einmal ein bisschen sekieren, glaube ich. Schauen wir mal, was wir rauskriegen aus einer. Freudige Erwartungen heute Abend. Wird gut, glaube ich. Ja. Wird gut. Du? Wird nett, ja. Muss ein bisschen weiter herkommen. Wird nett, ja. meine Hand geht nicht. Okay. Tja, ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe der Sendung. Hier ist Ihr Herzblatt. Aber du bist doch der einzige Mensch da herinnen, der wirklich legal sagen darf, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Das ist richtig, ja. Nur bin ich leider nicht Arzt, sondern das, was man klassischerweise früher unter dem Boder verstanden hat. Also Ferrum Sanat, sage ich nur in diesem Sinne. Genau, für unsere Italiener. Genau. Und Mac, hast du schon ein Leiberl ausgesucht? Ja, ich möchte bitte das ganz Hübsche da haben. Und das mit den nackten Frauen bitte auch. Ich glaube, die haben eh nur mit nackten Frauen, oder? Nein, er ist nicht nackt. Habt ihr euch auch schon platziert? Nein, noch nicht, aber das werden wir dann noch. Wir wollen da nicht rein dran. Das ist ja die großen Leiberl kommen dann immer am Schluss. Vor allem, die verkaufen sie eh von selbst, ne? Ja, natürlich. Das ist auch das Einzige, was alle aussprechen können, ne? Weil Nee, Epsilon, ne? Ja, wir sind jetzt da Backstage im Konradsohn. Man sieht, das ist sehr luxuriös. Es fehlt an nichts. Wir haben Getränke, Glaseln, wir haben Müllsäcke, wir haben Stellattern, wir haben Reinigungsmaschinen für den Boden, wir haben Wasser, nein, bitte keine Werbung, Wasser. Übende Schlagzeuger, alles da, alles Backstage. Ein Licht haben wir.
FM4-Taufe haben wir. Keine Werbung. Eine sehr laute Klimaanlage haben wir. Das ist keine Werbung. FM4? Aber das ist ja. Das kauft ja keiner. Ein Kühlschrank voller Bier haben wir. Bier bitte. Ja. Schauen Sie bitte, schauen Sie sich das an. Oh, Wahnsinn, es ist zwar schon leer, aber ja, es war einmal voll. Wir waren es nicht, wir waren es nicht. Wir trinken nichts bitte, wir arbeiten. Ne? Hast du die Epsilon angeschaut vorher, gell? Sowieso. Und, haben sie dir gefallen? Die waren hammergeil, muss ich sagen. Habe ich die Headbanger gesehen, kann das sein? Ja, ich bin in der vordersten Reihe gestanden. Ja, du weißt das. Ja. Du bist halt aber jetzt nicht wegen der Epsilon da, gell? Wegen Cradle of Filth, ja. Ja, ich hab's fast gedacht. Aber Epsilon war eine traumhafte Vorband. Hast du das angeschaut? Ich hab's angeschaut, ja. Exzellent, also ich bin selbst Drummer und Schlagzeuger der ganzen Gruppen, top drauf, technisch gut und gibt's da geht was weiter nämlich. Ja. Das war echt super, ja. Ja, wenn du nur Pussy spielst mit Trigger. Du bist wegen Cradle of Filth da heute? Ja. Oder wegen Epsilon? Nein, wegen Cradle of Filth. Ja. Epsilon gefallen da war, oder? Ja, super. Ja. Total lässig. Sind schon geil, gell? Ja, die sind von Australien. Sind aus Australien, ja, die sind extra für das eine Konzert mit einem Heißluftballon, den hat man heute über den Bodensee gesehen, eingeflogen worden. Ah, ich meine, das war der Zeppelin, aber... Oder war es ein Zeppelin, ja. Ja, irgend sowas. Servus! Servus, habe ich die Ehre. Bist du ein Einheimischer hier? Fix hinter, ich bin von Tirol. Von Tirol? Fix. Über den Berg umgekommen. Genau. Ja. Umgekraubelt. Ja. Bist wegen Epsilon da heute, glaube ich, oder? Nein, wegen Epsilon bist du heute da, oder? Fix, ja, sicher. Ja. Den Zehner gebe ich dir nachher. Was gibst du mir nachher? Den Zehner. Nein, wegen Cradle of Filth sind wir nicht da. Wegen Filth, die spielen auch, los. Ich hoffe es, oder? Du bist wegen Cradle of Filth da oder wegen Epsilon? Cradle of Filth? Nicht wegen Epsilon? Nee. Kennst du Epsilon? Nee. Hat es gerade was gekommen? Aber das schauen wir uns an. Ja, die haben schon gespielt. Ah, haben sie schon. Ja, aber es geht zwar nach Budapest kommen, da spielen sie auch nochmal. Ah ja. Ja. Gut. Da geht es ja aus.
vielleicht. Ja. Schauen wir. Bitte? Einen Survivor haben wir da. Du bist der Survivor. Ja. Ja. Es ist gut, dass du survived hast, weil da hast du nämlich heute die Epsilon angeschaut, oder? Nee, habe ich nicht. Nee, das nicht. Warst du noch gar nicht drinnen, oder was? Gefällt mir auch nicht. Nee, das macht dir nichts. Man kann ja gar nicht sagen, wenn es einem nicht gefällt. Du bist aber Schwabe, oder? Ja, ich bin Allgäuer. Also, Allgäuer, okay, Entschuldigung. Das ist jetzt so wild. Der eine sagt so, der andere so. Aber die Epsilon hast du da gesehen, oder? Ja, ja, die waren gut. Waren gut, die waren gut als Anhalt, so auf jeden Fall zum Empfehlen. Ja. 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 Würdest du wieder anschauen? Ja, klar. Ja. Morgen in Budapest zum Beispiel. Ja gut, soweit weil ich jetzt nicht fahre, aber wenn die zu uns kommen, klar. Also kommt ins Allgäu, gell? Epsilons. Allgäu, warten auf euch. Mama, sag, dass Epsilon leibend ist. Epsilon ist leibend, oder? Leibend. Geil. Epsilon, man sagt ja wegen Epsilon. Die Mama sagt ja. Sag, Mama sagt ja. Mama sagt ja. Ja. Mama sagt ja. Und die Schwester auch, ja. Schwester sagt auch ja. Alle sagen ja. Ein Familienjo. Dankeschön. Okay. Aber Epsilon würdest du wieder anschauen, oder? Würde ich mir wieder anschauen. Ja, also, ich habe jetzt vorher nicht gekannt und ich habe mir sie nicht so gut vorgestellt, wie sie waren. Kennst du die Epsilon-Polonaise? Nein, die kenne ich nicht. Ich würde dir das sagen. Ja, du darfst. Schau mal, du musst dich umdrehen. Ja. Epsilon. Epsilon. Das geht dann mit mehr Leuten gut. Geht mit mehr Leuten, ja. Aber du hast eine Ahnung jetzt, ne? Ja, natürlich. Ja. Grillo 5 taugt da, oder was? Das ist geil. Ja? Das, was jetzt spielt, auch? Nee. Nee? Die gefallen mir nicht. Zu viel, gell? Ja. Außerdem merkt sich keiner den Bandnamen. Wir blenden den jetzt ein unten. Wie heißen die überhaupt? Das merkt sich keiner. Das merkt sich keiner. Die Epsilon hat mir gefallen. Wohl. Ja. Super. Und würdest du es wieder anschauen? Ja. Weißt du, was die... Aber nicht in Wien, weil es ist mir zu weit. Ja, aber vielleicht in Budapest zum Beispiel morgen. Ja, ja, klar. Weißt du, was die Epsilon-Polonaise ist? Nein. Ja, ich auch nicht. Ja, aber. Wie gefällt euch der Epsilon? Wohl gut. Passt. Hat passt, gell? Ist okay, ja. Weißt du, wo die her sind? Ich hab gesagt, Australien. Australien stimmt fast. Fast. Ja. Neuseeland. St. Pölten. Das ist auch nicht so wenig weit. Das ist fast so weit wie Australien, ja. Circa 8000 Kilometer. Ja, das geht. Von Wien. Ja, ungefähr. Ja. Weißt du, was die Epsilon-Polonaise ist? Erzähl. Ich weiß auch nicht. Gut, da sind wir uns einig. Ja, war ziemlich gut. Die haben die Band vorher nicht kennt. Und. Ja, nicht. Nicht da. Kann ich jetzt kaum glauben. Schon? Warum nicht? Weiß nicht. Weißt du, was die Epsilon Polonaise ist? Nein. Ja, nicht. Okay. Aber weißt du, wo die her sind? St. Pölten. Ja, weißt du, wo das ist? Ja, in Österreich. Wahnsinn. Geografie aufpasst, ne? Oh, Epsilon, das sind die ersten. Die erste Band, ja? Ja. Ja. Epsilon ist gut gewesen. Ja. Ja. Mal, also mir hat es besser gefallen, dass die zweite jetzt da. Die habe ich mir jetzt wirklich ein bisschen zu wenig mit der Band ausgehört. Aber angeschaut hast du es, oder? Ja, hab. Hast du gefallen? Hat mir gut. Ich hab's mitgewippt, glaube ich. Ja, ich hab so wippen gesehen. Ja, ja. Nein, sie hat entweder eine geile Stimme hat er gehört. Voll geil. Ja, ja. Hat gelungen wie die alten Napalm das. Der ist übrigens Arzt. Was? Der ist Arzt. Echt? Ich darf's ja nicht sagen. Aber von dem würde ich mich gerne mal behandeln lassen in dem Fall. Ja. Ja, Krise, Kundschaft. Okay. Wann noch in St. Pölten? Also, da muss man hin, das ist super. Schon? Ja. Kann man kurz Skifahren und so. Mein Freund hat da 3 Jahre lang gewohnt. Ja, kann man kurz Skifahren. Schon? Ich fahre nicht Ski. Ja. Sie sind von Wien, oder? St. Pölten. St. Pölten sind hier. Ja. St. Pölten, das ist ca. 4000 Kilometer außerhalb von Wien. Ja, Niederösterreich, oder? Ja, circa. Genau. Ja, so ungefähr. Ah, St. Pölten, ja. Weißt du, was das ist, oder? Ja. Im Osten. Ja, im Osten, ja. Das ist 4000 Kilometer von Wien weg. Aha, okay. Ja, in der Nähe von Kopenhagen. In der Nähe von Kopenhagen. Hast du doch recht. Was? Kennst du die Epsilon-Polonaise? Ah. Ich auch nicht. Ja, okay. Dann haben wir etwas gemeinsam. Epsilon ist cool. Denke, was machst du denn jetzt gerade? Ne, wir werden jetzt noch einen Epsilon-Post rausschmeißen schnell. Nach einem erfolgreichen Cradle of Filth Support in Dornbirn. Erzähl. Ja, super war's. Der Master himself hat auch zugeschaut, soweit ich das mitgekriegt habe.
was wünscht man sich mehr? Leute waren da, Leute waren super drauf. Ja, morgen das gleiche nochmal in der Budapest. Eieiei. Ja, das werden wir bocken. Da müssen wir um 4 Uhr aufstehen und dann gehen wir vorher nach Budapest. Und dann sage ich jetzt gute Nacht. Der Mackie sagt auch gute Nacht. John Boy sagt auch gute Nacht. Und Mary Ann sagt auch gute Nacht. Und Jim Bob und den ganzen anderen Arschlöcher. Unchristliche Zeit. Es ist 3.67 Uhr in der Früh und wir brechen jetzt auf Richtung Budapest. Das ist ein Mörderfahrt, das sind fast 1000 Kilometer. Die Burschen sind schon alle munter. Zumindest schaut es so aus. Und dann schauen wir mal, ob wir das packen. Ich glaube, wir packen das, oder? Ready for the Madness? Ich habe vergessen zu drücken. Ready for the Madness. Ja, ja, voll geil. Voll Gas. I am always ready. Ja, I am always ready. Ja. Eine Rechtfertigung in die Kamera bitte, warum sie um 20 Minuten zu spät kommen. Und noch deppert fragen. Und noch deppert, ja, und noch deppert schauen. Ich habe das Ganze unter Observanz gehabt sozusagen. Doch. Und, ja, doch. Ja. Und hab mir gedacht, das ist nur keine Sache. Schauen wir an. Schauen wir mal an. Alles ja, gut? Wird. Ja. Auto fahren wir weg. 300 Kilometer haben wir noch. Mir ist nicht mehr die Welt. Wenn es heute so lustig wird wie gestern, passt das schon. Ist gut, oder? Ist es schon wert. Ja. Den Zoll nicht vergessen, gell? Da ist schon erledigt. Als braver, aufrechter Staatsbürger fährt man nicht einfach davor, sondern haben sie das Nummerntafel und dann gibt es eine Schere rein. Ne? Sehr artig. Ja, na voll. Ne? Sind nicht nur auf der Bühne so böse. Dem im ganz normalen Leben sind wir brav ehrlich und haben noch nie gelogen. Weniger böse. Naja, ein bisschen halt. Ja. Da ist schon her. Ich glaube, was zum Essen habe ich was. Die Kamera, die stört sowieso immer eigentlich. Aber wenn man Hunger hat, ist das auch wurscht. Ne? Ich bin da, um euch zu stören. Aha, okay. Ich störe nach. Herr Doktor ist auch schon eingerufen. Fein. Jetzt sind wir schon weiter von nach Budapest. Ja, will ich auch schon. Weißt du schon? Voll. Fahren wir schon voll Gas. Vor allem, die haben sicher ganz ein gutes Essen. Rammersweg heute, ne? Die Leute oder das Essen? Alles. Alles Rammerweg. Ich glaube, der Freak hat keinen Empfang auf seiner Karotten. Es wird auch guten Morgenbus von der Steffi geben. Sie hat mich schon vorgewarnt, ja. Nur Ehren? Nur Ehren, ja. Gibt's ja eins von der Steffi, oder was? Alle wollen wir. Die gehören nur mir. Da gibt's kein Bandsharing. Keine Bandsharing bei Frauen. Und motiviert endlich wieder wegzufahren von daheim, nach langer Zeit spielen? Ja, mittlerweile haben wir Ungarn erreicht, man sieht es im Hintergrund, es regnet. Die Burschen sind in alle vier Windrichtungen verstreut, ich hoffe, sie finden wieder ins Auto. Sind am Weg nach Budapest, 2 Stunden vor Budapest. Ja, wir wirken jetzt alle ein bisschen unausgeschlafen, weißt du das? Und jetzt wollen wir mal schauen, was wir da im Club in Budapest noch rausgehen können aus dem Ganzen. So, on the road again, in Ungarn. Da hinten huckt der Rest von der Bagage. Man kann ihm nicht sehen, aber man hört ihn vielleicht pfeifen. Ja, ruhig sein, wenn man das Mikrofon hier halt gigantisch. Ja. Der Mackie sagt lieben Gruß vom Fahrerpult aus. Ja. Er führt uns hoffentlich die nächsten 2 Stunden sicher zur Location in Budapest. Man weiß es nicht.
Linke Hand sind sie ein paar Bäume, rechte Hand sind sie ein paar Windräder. Ungarische Busta. Ja, Busta ist Besteck. Nach 1000 beschwerlichen Kilometern sind wir endlich in Budapest beim Baba Negra Music Club hier angekommen. Die Burschen freuen sich sichtlich, dass sie jetzt endlich da sind, gell? Juhu! Super. Oh, Negra. So, meine Damen und Herren, schaut Freude aus. Das ist, so macht man das, so geht Freude. Burschen, heute macht es fertig. Vollgas. Fix. Ihr müsst schreien. Macht es fertig heute, oder was? Gentlemen, good evening, we're fucking Epsilon. We're gonna get the job to the evening to get the flame burning, so you got a bit of job to do tonight, as the pleasure is ours. Thank you.
So, actually, we came to our last part. You got three more bands to have this evening, so I hope you're prepared. I want to say thank you for attending our show. I hope we'll see you some next time again. Hey, do you like the band? I'm sorry I have to wait to Danny, but after that I will check them. But you can hear it. Yes, it's good. Yeah. You like it? Please? You like the band? The Epsilon? Yeah. It's very fine band, yes. Cool. Did you like the first band, Epsilon? They're a rocking man. Austria's finest. Yeah. Get into them. They're the future of Austrian rock. Take it easy. So you saw them twice. Which one was better, today or yesterday? Oh, definitely today. Definitely today. Much bigger stage, yeah. Full show, better sound. Check them out. How do you like the band? It was great. Really good. Yeah. Really enjoyed the performance tonight. Which show was better, yesterday or today? Definitely today. Yeah. Better. Much better. Yeah. Would you recommend it to your friends? Yeah, for sure. Yeah. It's good. It's brutal. Did you like the band? What? Did you like the band? Sure. Epsilon, you like them? Yeah, I think so. Yeah. 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 But I have to listen some more times, I think. Would you buy a CD? Yeah, I think so. Yeah, but only if it's cheap. How did you like Epsilon? Well, we checked them yesterday in Dornbirn. Yeah, quite heavy music. Would you buy a shirt or a CD? I'm not sure. Would you take one if I give it to you? Sure. Yeah. But I haven't one. So shame. But you will recommend it to your friends, maybe. Well, yes, if you are into trash black metal things, yeah, the old school stuff. Yeah, I would recommend it. Did you like the first band? Yeah. Would you recommend it to your friends? Yeah. You know what? The bass player is sitting right over there. Sorry? The bass player is sitting right over there. Ah. Yeah. You can wave to him. Hat. Wie alt warst du, wie die Lode rausgekommen ist? 10? Siehst du, und da ist das Problem. Das ist Backstage hier in Ungarn, im Babanega Club. Ganz wichtig ist natürlich der volle Kühlschrank. Mit Bier und Wasser, wie immer. Epsilon haben jetzt gerade gespielt, war cool, leider ein bisschen verhalten, aber cool reagiert. Einer hat sich angeblich sogar ein Epsilon-Label gekauft. Den wollen wir jetzt natürlich ausfindig machen, weil das ist ja nicht normal, dass sie einen Epsilon-Label kauft. Ne? Schauen wir mal. Chat für Leute gehabt, hey. Das ganze Wochenende. Freaky, du willst du die Haare schneiden, habe ich gehört? Überleg, ja. Warum? Weil es Headbangen mühsam ist. Das ist mit Arbeit verbunden. Was machst du dann auf der Bühne lieber? Titan. Und die Blutgrätsche. Jetzt sagst du uns die einmal. Die Blutgrätsche muss ich mir aber ein Ruder umhängen. Bitte. Weil ohne Ruder kann ich das nicht. Ja, ich bitte darum. Man, was eine Grätsche ist, weiß ja jeder. Ne? Ja. Für Gitarristen, das ist so die Grätsche. Blutig wird es dann da. Warum? Weil es dann da im Schritt leicht zirkt. So 2000 Kilometer in 2 Tagen mit Epsilon sind vorbei. Es war wirklich super leibend, super lustig. Wir haben viele nette Leute getroffen. Die 2 Gigs sind, glaube ich, gut angekommen in Ungarn und in Dornbirn. Und jetzt ist aber Schluss. Jetzt bin ich endlich daheim. Ich habe fertig. Grüß euch, Burschen. Es war mir ein Volksfest.